Hallo, in diesem Video möchte ich nun zeigen, wie unter Windows Live Mail ein weiteres E-Mail-Konto eingerichtet wird. Zunächst wechseln wir in das Register Konten und klicken auf E-Mail, um den Dialog zur Einrichtung von E-Mail-Konten zu öffnen. Das Kennwort ziehe ich immer vorher in den Zwischenspeicher, da man gerade bei komplizierten Kennwörtern hier schnell einen Fehler machen kann, da die Eingabe nicht kontrolliert wird. Man hätte jetzt hier die Möglichkeit, das Konto als Standard-E-Mail-Konto festzulegen, welches immer zur Erstellung neuer Nachrichten geladen wird. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die Servereinstellungen manuell zu konfigurieren. Das möchte ich hier mal machen, wie in dem Video zur Ersteinrichtung eines E-Mail-Kontos unter Windows Live Mail demonstriert wurde. Geht hier dieses Programm nicht korrekt vor in der automatischen Konfiguration. Also werden wir das jetzt manuell machen. Vorgeschlagen wird ein Pop-Konto, das möchten wir auch machen. Aber wir wollen hier gleich eine sichere Verbindung einrichten. Der Port wechselt automatisch auf 995, was auch korrekt ist. Die Serveradresse lautet POP3. Für den Postausgangsserver richten wir auch eine verschlüsselte Verbindung ein. Hier müssen wir aber den Port 25 auf 587 ändern. Die Serveradresse smtpweb.de. Weiterhin aktivieren wir die Option erfordert eine Authentifizierung. Das wird bei der automatischen Konfiguration unter Windows Live Mail auch unterlassen, was regelmäßig dann zu Fehlermeldungen führt. Ein weiteres Manko von LiveMail ist, dass der Anmelde-Benutzername immer nur aus dem vorderen Teil der E-Mail-Adresse besteht. Bei web.de ist aber die komplette E-Mail-Adresse zu verwenden. Nachdem wir diese Einstellung manuell konfiguriert haben, klicken wir auf Weiter. Im Posteingang erscheint sofort eine neue Nachricht. Diese hatten wir zuvor unter unserem T-Online-Konto an die web.de-Adresse verschickt. Wir haben somit sofort getestet, ob der Abruf von E-Mails funktioniert. Bei web.de ist diese Vorgehensweise zu bevorzugen, da es hier in den Freemail-Konten eine 15-minütige Abrufsperre gibt, welche dann zu Fehlermeldungen führt. Es sollte vorher aber in dem web.de-Account kontrolliert werden, dass solch eine Testmail nicht im Spam-Verdachtsordner landet. Gegebenenfalls ist sie vorher zu verschieben, bevor man unter Windows Live Mail dieses Konto einrichtet. Nun wollen wir auch noch eine Test-E-Mail verschicken. Wenn wir hier im Ordnerfenster
das Konto von web.de aktivieren und dann auf E-Mail klicken, wird sofort auch diese Adresse als Absender verwendet. Wir schicken Sie jetzt mal an unser T-Online-Konto. Und eine Kopie auch an die Web.de-Adresse. Das Ganze nennen wir Testnachricht. Über web.de. Und kopieren das auch in das Textfeld und schicken diese Nachricht jetzt mal weg. Die Nachricht wurde korrekt versendet. Ist aber natürlich noch nicht im Posteingang von web.de auch getaucht. Und auch nicht im Posteingang von T-Online. Dort werden wir sie jetzt mal abrufen. Über Senden, Empfang, T-Online, Standardkonto. Ja, sie ist da. Jetzt versuchen wir es auch nochmal über web.de. Und hier taucht jetzt das auf, was ich eben erwähnte. Diese 15-minütige Postabrufssperre macht sich hier bemerkbar. Es wird aufgefordert, das Kennwort neu einzugeben, was aber sinnlos ist, da es ohnehin nicht funktioniert. Wir können das also abbrechen. Hier taucht die entsprechende Fehlermeldung dazu auf, die eben, wie gesagt, mit dieser Sperre von 15 Minuten zusammenhängt. Wir könnten also frühestens nach 16 Minuten einen erneuten Abruf machen. Allerdings hatten wir uns ja schon davon überzeugt, dass der Abruf von E-Mails klappt über die zuvor aus dem T-Online-Konto an web.de verschickte Testnachricht. Es funktioniert also und wir können jetzt unser Programm zumindest für diese Zwecke beenden. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen einiger gängiger Freemail-Anbieter.